Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Equestrian. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Was war jetzt nochmal unsere Quest? Wir mussten doch nochmal mit der Dingenskirchen reden hier in dem Return to Kate. Zurück in dem Registrationszentrum, sage ich jetzt mal. Da reiten wir jetzt erstmal hin. Ich war schon wieder anderweitig unterwegs, weil ich noch ein bisschen Krams gefarmt habe. Und tatsächlich bin ich trotzdem nicht so weit gekommen, wie ich gerne kommen würde. Muss ich heute noch anstrengen, um die Daily fertig zu kriegen hier. Ich finde die Hose voll cool von ihr. Fällt mir. So. Perfekt. Alles geht seinen Gang und ja, wir haben sogar noch ein bisschen Luft. Jetzt, wo du Teil der Pegasi bist, gibt es eine sehr wichtige Aufgabe, um die ja du dich oder wir uns kümmern müssen. Passende Outfits. Das ist eine richtig gute Idee, aber nicht direkt das, worüber oder woran ich gedacht habe. Nein, es geht darum, dass du die anderen Teammitglieder triffst. Wir haben jetzt ein Meeting geplant und ich bin mir sicher, dass sie dich super gerne kennenlernen würden. Aber bevor wir das machen, möchte ich dir erstmal ein kleines Willkommensgeschenk überreichen von den Pegasi für dich. Wenn du bereit bist, alle zu treffen, dann komm und triff mich im Clubhaus. Ich markiere es ja auf der Map. Okay. Ein blaues Dingsbums-Set zum Restaurieren. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir haben auch schon wieder so viele silberne Schlüssel, ne? 54 einfach. Es ist so krass. Ja, ich bin jetzt letztens nochmal gefragt worden. Wir können nochmal ein paar Schlüssel aufmachen. Ich bin jetzt letztens nochmal gefragt worden. Es scheint tatsächlich keine Pferde mehr für silberne Schlüssel zu geben. Ja, früher war das tatsächlich so, auch in den ersten Folgen noch, wo ich gespielt habe. Es ist auch schade, dass es nicht mehr so ist. Aber tatsächlich haben sie das geändert. 5 Sterne-Hufeisen. Krass, hatte ich noch gar nicht. Da hatte ich bislang nur 4 Sterne-Hufeisen. Ja, richtig mega. Jetzt muss ich nur mal noch gucken. Ja, krass. Oh, mega einfach. Nur mega gut. Richtig, richtig krass. Ja, also die müssen wir jetzt definitiv aufwerten. Warte mal, habe ich nicht die Aufwerte-Quest für heute noch? Nee, die habe ich schon gemacht. Das ist schade. Weil jetzt guckt euch das mal an. Wir haben einfach die Speed-Hufeisen. Ich habe jetzt momentan welche mit Wendigkeit drauf. Ich glaube, da ist Springen noch mit drauf. Ja, genau. Deswegen hatte ich die drauf genommen. Aber das mit Speed ist halt einfach richtig cool. Die sind schon richtig, richtig nice. Ausdauer kommt dann noch dazu. Dann haben wir natürlich 8 Punkte weniger in Springen. Und dann hätten wir überall 5 Sterne Equipment. Aber ich weiß nicht so ganz, ob das dann reicht mit dem Springen. Das ist dann natürlich eine andere Sache, ne? Die müssten wir uns auf jeden Fall mal noch angucken. Und was ich mir auch gerne mal noch angucken möchte, auch wenn wir das jetzt eigentlich noch gar nicht machen müssen. Events. Ich würde gerne mal an einem Cross-Country-Turnier hier in Agricola teilnehmen. Das wäre cool. Was haben wir denn hier? Inspiring Jumps haben wir hier. Können wir doch gerade direkt mal dran teilnehmen mit Merlin. Weil ich möchte einfach gerne auch mal hier so ein Cross-Country-Turnier geritten sein in Agricola. Das wäre cool. Da wird bestimmt auch irgendwann noch die Aufgabe für kommen, dass wir das machen müssen. Auch wenn wir jetzt bei den Springreitern sind. Ich hoffe es zumindest, dass da noch die Aufgabe kommt. Aber wir können es uns trotzdem schon mal angucken. Oh nein! Retry! Ich habe den Fahnenmast mitgenommen. Der stand zwar noch da, aber ich habe ihn trotzdem mitgenommen. Das wollen wir nicht. Oh Gott. Ich finde das, oh Gott. Ich finde das teilweise mega schwer zu sehen. Hä, wo denn? Hä? Aus welcher Richtung müssen wir denn da durchreiten? Das muss ich mir nochmal angucken. Also ich finde das bei den, ich hätte fast gesagt, bei den Laternenmasten.
Ich finde das bei den, bei diesen Fahnenmasten teilweise mega schwer zu erkennen, ob man da jetzt nur gegenreitet oder zwischendurch. Wir müssen hier rum, nämlich hinten rum, oh Gott, das war jetzt eine extrem enge Wendung. Und vor allen Dingen auch extrem versaut. Oh nein. Mist. Ey. Ich will eine gute Runde. Ich will einfach nur eine gute Runde. Das muss auch hinzukriegen sein, Leute. Ach, Mensch hier. Das war nicht gut, aber... Oh. Also da muss ich deutlich vorab bremsen. Da fehlt mir noch Beweglichkeit für. Ich weiß nicht, ob ich da jemals überhaupt die Beweglichkeit für haben werde. Wirklich gut. Oh nein! Jetzt reite ich erstmal weiter. So, eine kleine Abkühlung. Alter Schwede. Okay, hier unten darf ich gar nicht Vollgas durchreiten. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht ist das irgendwann mal machbar. Aber wie schön ist denn hier das Ende? Voll cool. Ich würde gerne die Kamera drehen können währenddessen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht geht. Weil ich finde, das macht das Reiten hier unfassbar schwer. Okay, und ich will ganz gerne einmal kurz das ausprobieren. Wenn ich jetzt die krassen neuen Hufeisen draufpacke, kann ich denn dann das Turnier noch reiten, was ich jetzt zuletzt ganz oft geritten bin beim Springen? Ich bin in meiner Hardzeit beim Springen. Das hier bin ich zuletzt immer geritten. Ja, reicht so gerade eben noch. Okay, Leute, dann lasse ich die Hufeisen drauf. Die werden halt, wenn die einmal verbessert sind, werden die mega gut sein für die Rennen. Das auf jeden Fall. Ein paar Sachen muss ich noch sammeln. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch was, was wir einsammeln können. Ja, warte mal, hier hinten. Ach, das sind ja nur die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge bringen halt nicht so viel. Okay, hier können wir aber auch noch Sachen finden. Da ist eine Wassermelone, das ist cool. Die brauchen wir, um Springen zu verbessern. Oh, guck mal. Daily Gather abgeschlossen. Daily Gather Together abgeschlossen und... Oh. Das hier wollte ich noch mitnehmen. Das ist halt auch echt gut. Hui! Und hier können wir noch Lemons einsammeln. Macht man doch gerade, wenn wir eh schon hier sind. So, da sind wir. Ah, du hast es gefunden, Nova. Willkommen im wundervollen... Oh, sie ist komplett... aufgeregt. Wundervollen, fantastischen, unglaublichen Clubhaus für das Pegasus-Team. Es ist ein Garten. Aber ich finde es trotzdem schön. Danke. Ich hoffe, dass du dich bald genauso dass du dich hier bald genauso zu Hause fühlst, wie wir es tun. Wir sind vielleicht noch ganz am Anfang, aber wir haben Pläne, die Star Championship zu gewinnen und unser Clubhaus in etwas wirklich Besonderes zu verwandeln. Und jetzt jetzt bist du auch Teil des Ganzen. So. aber lass mich dir nicht die ganze Zeit ein Kotelett an die Backe labern. Lass mich dir eine Tour geben, wenn du mir folgst.
Er ist genauso aufgeregt. Jeha! Schaut nur, was der Captain hier mit reingeschleift hat. Hallo Partner. Mein Name ist Cooper Jones, aber alle nennen mich Ryder. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Stranger Danger. Ja, komm, mach mal. Ist lustig. Wow, wow, wow. Ich bin kein Fremder. Ich bin dein neues Clubmitglied. Cooper hier ist unser neuestes Clubmitglied, bevor du angekommen bist. Also ist er sehr aufgeregt, jemanden zu haben, den er ja, so ein bisschen rumführen kann. Er ist auch hier für die Meisterschaft. Den ganzen Weg von Bronco. Das ist, wo ich herkomme. Das Land der wilden Pferde, der Wüsten, Wüstenrennen und Naturgewalten. Das Stadtleben ist eine komplett neue Erfahrung für mich. Oh, die ist ja hübsch. Wunderschöne Augen. So oder so ähnlich, das sagt er gerne. Glaub ihm auf eigenes Risiko hin. Hallo, ich bin Nova. Ich weiß, Kate hat sich darum gekümmert, dass wir alle deinen Namen schon kennen, bevor du hier hingekommen bist. Ich bin Melanie oder einfach nur kurz Mel. Du wirst mich hier wahrscheinlich nicht besonders oft sehen. Ich bin nämlich sehr, 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 sehr beschäftigt drüben auf Chats Ranch. Du arbeitest für Chat? Naja, wir müssen ja alle von irgendwas leben, oder? Davon ab, weiß er, dass er nicht auf mich verzichten kann, wenn er möchte, dass alles gut läuft. Mel sieht vielleicht nicht so aus, aber sie ist ein totaler Profi, wenn es darum geht, sich um Pferde zu kümmern. Ach, guck mal, sie machen sich schon alle bekannt. Und ich beschaffe uns Insider-Informationen von den Dragons. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein Mädchen mit vielen Talenten. Jetzt, wo du alle getroffen hast, möchte ich dich um einen winzig kleinen Gefallen bitten. Was denkst du darüber, eine Runde auf einem neuen Übungskurs für uns zu reiten? Just so these two can see what you're made of themselves? Den letzten Teil verstehe ich nicht. Naja. Und wenn du kannst, könntest du, was war nochmal, das ist doch verkaufen. Hä? Warte mal, jetzt bin ich wir. Lacht nicht, meine Schulzeit ist schon lange her. Da sind solche Worte dann irgendwie so ein bisschen verloren gegangen bei. Muss ich erstmal gucken, dass ich einen freien Tab finde hier auf dem Handy. Verteilen. Nicht verkaufen, aber verteilen. Und wenn du kannst, oder wenn du so lieb wärst, könntest du bitte das Futter für unsere Pferde verteilen? Ich möchte sehen, ob du dich um sie kümmern kannst. Warte. Wir bekommen alle eine Bitte erfüllt? Hey, ich habe auch was du machen könntest. Diese zwei haben es mir übertragen, das Clubhaus zu dekorieren. Aber ich habe da eigentlich nicht so wirklich Ahnung von, wie man das macht. Ja, zeig mir doch mal, wie man richtig dekoriert. Echt jetzt, Cooper? Scheint so, dass wir dich für drei oder dass wir dich um drei Gefallen bitten. Naja. Wenn du dich um all das kümmern kannst, dann dann bist du definitiv sehr, sehr wertvoll für das Pegasus-Team. Frei übersetzt nach Cuddy. Okay, complete AG Royal Show Twilight Spectacular with at least two ribbons. Habe ich denn dafür jetzt überhaupt noch die Sachen, die ich brauche? Das ist noch gar nicht freigeschaltet. Ach du Scheibenkleister.
Ich brauche noch mehr Schleifen, und zwar 3 Stück mehr. Das heißt, ich muss die hier erst besser reiten. Naja gut, dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Das ist jetzt erstmal eine Challenge. Das ist jetzt erstmal eine Challenge. Jetzt habe ich hier natürlich beim letzten Mal auch zeitlich ziemlich verbockt. Oh, so komme ich hier doch wieder nicht rum. Ich bin zu langsam so. Vier Line Penalty. Soll ich denn das hier hinbekommen? Bleibt eigentlich... Ja, wieder nichts mit Magnificent. Und Magnificent... Ich muss jetzt ein paar auf Magnificent reiten. Sonst kriege ich nicht mehr Schleifen. Okay, das wird jetzt richtig hart. Naja, er hat mich ja auf dem Discord schon vorgewarnt, dass jetzt schwere Aufgaben auf mich warten. Ja gut, also es ist machbar. Das hier ist definitiv machbar. Es ist jetzt aber tatsächlich nur Great Job geworden. Es sind sogar nur 2 Schleifen geworden. Also nochmal schlechter. Naja gut, vielleicht würde ich einfach erstmal schauen, dass ich meine Hufeisen ein bisschen verbessere und Merlin bis zum nächsten Mal noch ein bisschen level und dann können wir das Ganze nochmal in Angriff nehmen. Von daher würde ich mich für heute erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!